Tüchen. So, wie geht's dir denn, mein lieber Owen, Freund? can you hear me? He's out. I need to wake him up fast. Here goes. Morgendämmerung, was? Sorry. Oh, what happened? Oh Gott. Someone attacked Er us. hätte weiter schlafen I think I sollen. blacked out. Where's Gordon? The bomb? The bomb is gone, and Gordon fell off the ledge. I need to speak to Dr. Kreitz. Jo, tschüss. Kapitel 3. Mach Idiot, Junge. Atze, um dich näher zu definieren. Okay, hier scheint es nichts zu geben. Ich sehe zumindest nichts. Dann, was ist das hier? Hier blinkt es. Ach so. Gut, das sind die Fragezeichen. So, jetzt blinkt es nämlich nicht mehr. Das geht gerade nicht. Ich kann jetzt gerade nicht die Karte benutzen. Es ist unmöglich. Hier ist irgendwas. Wartet. Da, eine Schlange. Aha, habe ich dich gefunden, du ätzendes Miststück. Das nenne ich eine Schelle. Oh ja. So, drinnen läuft jemand rum. Was haben wir denn hier noch? Haben wir denn hier noch irgendwas, was sich verändert, was ich wegklicken kann? Wer hat wohl die Türe zugeworfen? Crows Leiche ist verschwunden. Vielleicht hat Claudia jemanden beauftragt, sie woanders hinzuschaffen. Okay. Gut, dann gehen wir wieder rein, oder? Gehen wir mal hier vorne hin. Ach, gehen wir erstmal hier hin. Achso, das hatten wir schon. Das können wir nicht entziffern. Ich habe auch nichts mehr im Inventar gerade. Okay, ändert sich bei Ihnen irgendwas, liebe Damen? Nein, die Realität bleibt hier anscheinend Realität. Gut. Wie Sie wünschen, dann verlasse ich Sie auch wieder. Tschüss. Die Pfütze auf dem Weg. Die Pfütze auf dem Weg kann ich, nee, nicht anklicken, weil dann will er mich nach unten verweisen. So, ihr steht wieder beruhigt hier. Das finde ich schön. Hier ist auch eine Pfütze. Und da ist ein Fragezeichen. Haha. So. What are you talking about? I'm telling you, there's someone who wants the whole staff at this asylum dead. He almost killed me. A hypnotist? Nonsense. That's just Gordon's madness getting to you. Listen to me, lady. Two men are dead, and my partner and I are facing someone extremely dangerous. Maybe it's time you cut us some slack. Now, please, open the courtyard and let my partner look for Gordon. He may still be alive. I hope you know what you're doing. Ich glaube, dass sie die Krähe ist. Damit soll ich jetzt fahren? Nein, ich Dr. weiß. Parks, Oh. I've moved the professor's body to the operator room, as you asked. Thank you, Mr. Pix. Thank Now, you, Mr. please Pix. Open the door to the courtyard for our pair of detectives. Yes, ma'am. This way, please. Was ist das für ein Pirat, den die hier engagiert hat? Ist ja ein lustiger Typ. So, okay, rein mit uns. Door on the right. To the part of the asylum that got burned 4 years ago. It's not safe to wander there. Someone stuck the lock again. Very funny. Ja, da machst du nicht auf, ne? Hast du keinen Bock mehr zu helfen, du Idiot. Okay, was haben wir denn hier? Das Phantom der Oper war auch hier offensichtlich. Da haben wir noch ein Stück Draht. Anstalt in Flammen, Tagesspiegel. Schrecklicher Unfall fordert das Leben der jungen Ginger Bellows. Vielleicht lebt die ja noch und die verfolgt uns. Das kann ja auch sein, ne? Man weiß ja nie. So Kinder muss man ernst nehmen. So, da darf ich nicht rein. Die Tür führt zum Frauenflügel der Anstalt, zu dem Teil, der durch das Feuer zerstört wurde. Okay. Ist das Quincy Jones? Ich weiß nicht. Ich glaube, der schlechte Akzent der Frau ist tatsächlich auch beabsichtigt, aber auch ziemlich billig. So. You want to open the door? Be my guest. I don't have patience for this. Ja, wie nett er ist. Ich mag ihn sehr. So. Das sieht wie Knetmasse aus. Das muss raus, damit ich die Tür bekomme, offen bekomme. Hier, einmal mit dem Stacheldraht. Bitte. Jetzt auch selber machen können, du Penner. All right. Follow me.
Jo, ich komme hinterher, ne? Du hast einen dicken Arsch in der Hose. This is the spot where Gordon fell. Wahrscheinlich ist die Leiche jetzt verschwunden. Oh, wer ist da? Oi. That was quite a flight Gordon took. Pew, bam, glass everywhere. I loved it. Don't look so disgusted, Detective. I'm crazy, remember? Oh, you should come visit. It's so lonely in here. I'd love to chat. Chat. This must have been Zed. I need to speak to him later. Schön, dass sie ihm so rote Augen gemacht haben. In the library after we sort out the situation in here. Jop, danke. So, da haben wir auch noch so ein Ding in hier. Ginger und Robin. Wer Robin wohl war? Eine gute Frage. Du versteckst dich jetzt hier hinter dem Ding. Was haben wir denn hier? Das nehme ich mit. Du hast das erste Teil des Anstaltsmodells gefunden. Wenn du alle neuen Teile findest, die in der ganzen Anstalt verstreut sind, winkt eine Errungenschaft. Hier haben sie aber alles gegeben, ne? In diesem wunderbaren Spiel, damit man hier sammelwütig durch die Gegend geht. Kann ich mit der Hake hier in den Mund stopfen? Leider nicht. Das ist doof. Okay, was haben wir denn noch hier Schönes? Achso, da war... Ach nee, das ist noch was anderes hier. Aha. Eins der Steingesichter fehlt. Ja, ich habe den... Der dritte Teil fehlt mir noch. Dann komme ich zu euch zurück, Schätzchens. So. Da ist ein Blatt. Hier haben wir noch was. Ach, guck mal, da ist das Blatt aus dem Mund, was wir hier reinstecken müssen wahrscheinlich. Hübsches Schloss. Ja, dazu. Ist das ein Fragezeichen? Nein. No, no. Okay, da waren wir schon. Gut, dann würde ich doch mal sagen, wir gucken noch mal, was hier drinnen geht, ne? Ja. Da rein mit uns. We need to turn off the sprinklers. Try the valves to your right. Ja, das ist nett. Wow, ich muss den Sprinkler ausschalten. Servatidum exhalt alles für immer. Schön. Ein medizinisches Wunder richtet dich auf einmal. Ja, genau. So. Da haben wir den Sprinkler. Oh, oi, schon wieder so ein Mist hier. Okay. Zack. Zack. Bärms. Flupp. Okay. So vielleicht. So. Okay. Oh, Moment. Das war einmal zu viel. So, das dahin. Ja, die Dinger hier oben interessieren doch eigentlich nicht, oder? Anscheinend doch, verdammt. Gut, dann... Das ist ja doof hier. Das Mocky näht. Okay, jetzt bleiben tatsächlich noch die beiden hier übrig. So, wie wäre es denn damit? Flott, Errungenschaft freigeschaltet. Now we can take a look at the body. Okay. So. Da muss ich kurz mal raus, ne? Sugary received, please don't post links in here. Thank you. So. Weiter geht's. Oh, verlegen mit Blue. Genau. Haha. Ich bin einfach gut. Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel. Und da ist auch das nächste Fragezeichen. Haha. Und hier blinkt... Ach ne, das war... ich glaube, das war gerade einfach nur das Bild. Der Infoscreen. Huch. Okay. So. Steam macht Spürkes. Macht dit dat. Nun gut.
Hier haben wir ziemlich viele Blumen und ich wollte eigentlich gar nicht zurück, sondern ich wollte mir doch den Typen angucken. Die Äste sind dornig wie sonst was. Die Dornen müssen weg. Das ist natürlich doof für ihn gelaufen, dass er hier direkt behagt wurde. Direkt überwuchert wurde. Guck mal hier, die haben sich den richtig gegriffen. Was sind denn das für Megadorn? Ui. Gordon was a bitter guy. Oh, du schon wieder. After the fire, I saw him drunk all the time. He had his issues. Still, we can't just let him lay in there. If you can find a pair of garden shears, we can remove those branches and move the body. Ach, I'm going was. To bring something we can move Gordon with. This is not good. Sehr gut. Can you look for the shears while I try to figure out what happened? Die Männer sind ja sehr schlau hier wieder, ne? Als wäre ich doof. Diese Ventile mit meinen bloßen Händen zu beherrschen, da fühle ich mich schon ein bisschen stark. Oh Mann. So, was haben wir hier? Irgendwas ist da oben in die Bandagen gewickelt. Ich brauche etwas, um heranzukommen. Wie wäre es denn mit der Harke? Endlich kann ich sie einsetzen. Ha! Ich bin einmal, ich muss Gesichter zusammenbasteln. Tschüss! So, hier. Zack. Drücke alle Springbrunnengesichter nach innen. Dabei kommt es auf die richtige Reihenfolge an. Tja, müssen die jetzt blinzeln oder müssen sie nicht blinzeln? Ich schätze fast... Ja, gut. Damit hat sich das auch geklärt. So. Rollenspiel aus der Steinzeit, genau. Da haben wir das Blättchen. Den tollen Blattschlüssel. Hier, zack. Bums. Bimmel. Achso, da muss Gordon reingefallen sein. Und wir suchen jetzt erstmal. Wir wollen nämlich was klauen. Und zwar ein Bonbon. Eine Schleife, die ich gerade nicht finde. Da haben wir einen Käfer. Da ist... Das ist kein Nagel. Das ist auch kein Nagel. Das ist auch kein Nagel. Das sind Nägel. So. Ein Löffelchen. Okay. Da ist das da. Was ist das hier? Ah, das Glühwürmchen. So. Schleife und Würfel. Okay, da ist irgendwas. Vielleicht lässt es sich aufschneiden. Wo haben wir denn was zum Schneiden? Was ist das? Rattengift. Ah, Rattengift. Haben wir. Okay, da haben wir das Messer. Dann können wir das auch aufschneiden. Na, da. So, Löffel ist hier. Würfel ist da. Eine Schleife. Was meinen die denn? Ach, das. Schleife mit Schleife. Okay. Eine Marke ist hier oben. Und die Schere. Zack. Errungenschaft freigeschaltet. Gegenstandsfinder. Gegenstandsfinder. Fimmler ist auch gut. Ich gehe richtig auf. Ich gehe richtig ab jetzt hier. Ich rocke das Spiel, als hätte ich selber programmiert. So. Goodie. Das haben wir. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber egal. Das macht ja nichts. Hier, schneiden wir den Typen erstmal frei. Bist du noch im Leben oder bist du tot? Er ist direkt vor meinen Augen gestorben. Ja, das weiß ich doch. Ich war doch dabei. So, Kollege, was hast du denn da drinnen hier? Was soll das denn sein? Ein Abteilungsschlüssel, natürlich. Zed Rescoves Geisteszustand verschlechtert sich. Nach etlichen dramatischen Szenen um seine Kleidung wurde er zur weiteren Beobachtung in die geschlossene Abteilung verlegt. Sedativum X verordnet. Claudia Kreuz. Zed Rusko ist in einem geschlossenen Teil der Anstalt eingesperrt. Alright. Ups, guten Tag. Help me move Gordon into the wheelchair. Ja, das würde ihm nicht mehr viel bringen, ne? Alleine kommt er ja nicht mehr raus. Darn it. Nothing seems to work here anymore. Oh, das ist natürlich... I can't move the wheelchair like this, and I'm definitely not carrying a corpse. Achsenbruch. Noch so ein Spruch, Achsenbruch. So dürfte der Rollstuhl Gordons Gewicht wohl kaum aushalten. Ich muss das in Ordnung bringen. Lass ihn doch einfach hier liegen. Interessiert doch keinen. So, hier hinten hat gerade irgendwas doch aufgeflackert, oder bin ich jetzt blöd? Da? Nicht? Nein? Okay.
See if you can find a way to move the chair. I'll stay here. Ja, natürlich bleibst du da. Du guckst dir jetzt den Boden an. Den Mutterboden beim Wachsen.